Jetzt habe ich, wie gesagt, Zeit. Mein Crockpot läuft. Ich habe noch ein bisschen Rest von der Zitrone. Das werde ich jetzt in ein Heferl geben. Das ist genau hier. Und zwar Wasser. Maximal so voll, weil es kocht dann. Nur mal so zur Info. Und dann drücke ich einen Teil aus. Ups, spritze mich selber dabei an. Und lass den Saft da reinrinnen und den Rest schmeiße ich da einfach rein. Tada! Und jetzt gebe ich das in meine Mikrowelle und lasse das 5 Minuten erstmal auf der höchsten Stufe laufen. Und wenn das passt, dann kann man es super auswischen, die Mikrowelle, und sie schaut aus wie neu. Und ich habe keine Chemikalien oder irgendwas verwendet. Und ja. Harte Verkrustungen drin sein sollten, dann lasse ich es noch mal 3 bis 5 Minuten drin und dann riecht es super nach warmer Zitrone. Also, los! So, dann probieren wir das mal. Hier ist übrigens mein Crockpot-Topf. Und jetzt wird es spannend. Wie mache ich das? Ich mache mal das zu. Und unsere Tür geht nämlich in die falsche Richtung auf. So, das ist unsere Mikro. Die ist super dreckig. Ew. Ja, das ist super ekelhaft. Aber das ist halt so, wenn was explodiert. Und alle halbe Jahre spätestens muss man das einfach machen. Also, no shame. Einfach machen. Tür zu, auf höchste Stufe. Und dann mache ich mal auf 5 Minuten und währenddessen wische ich hier mal und mache die sauber. Während das drinnen schön kocht, wollte ich euch mal zeigen, wie der kleine Schrank, unser kleiner Abstellraumschrank, aussieht. Und zwar, wie er organisiert ist: Toaster. Kartoffelpüree für den Notfall, falls sie nichts so zu essen haben. Reis da unten. Da hinten ist Langkorn. Dann haben wir hier. Meine Güte, irgendwer hat hier zu viel Kartoffelpüree gekauft. Das ist unser Notfallessen. Ich glaube, das ist sowas, das kaufen wir alle halbe Jahre, obwohl wir es noch nicht aufgebraucht haben. Okay. 3 Stück. Na gut. Dann haben wir. Wir kaufen gerne im Vorrat Suppenwürfel, Semmelknödel, diese halb-halb, glaube ich, sind das. Diese super halb-halb. Ich mag überhaupt keine Semmelknödel machen. Da sind die ganzen Gewürze drinnen, da sind ein paar Gewürzmischungen drinnen. Wenn man verhindern möchte, dass in der Mikrowelle etwas explodiert, könnte man das auch über den Essensteller geben. Dann würde die auch nicht so aussehen, wenn sie explodiert. Aber so, das möchte ich nächste Woche mal machen. Und zwar, das sind Dürüm-Wraps. Die sind ein bisschen größer, also einiges größer als die normalen. Da habe ich einfach gleich mal ein paar gekauft. So ein bisschen Tortilla- oder Enchilada-mäßig. Hier sind noch Backsachen drinnen und Servettenknödel. Da unten ist es. Nur weil man es nicht anders hinlegen kann, es ist gleich aus. Hier haben wir Speiseöl und den Ebi-Korn. Also das ist ein Weizen. Da unten haben wir alle unsere Nudeln. Nudeln, Nudeln, Nudeln. Kaffeetab, wir benutzen sie fast nie, ist eigentlich nur für Gästekaffee. Und für den Sommer haben wir so Waffeltüten. Das ist jetzt Wandfüll mal 2 Packungen, jetzt nehmen wir eine. Aber Ding, die werden jetzt auch nicht wirklich schlecht. Und ganz unten haben wir Cornflakes.
zum Backen oder Essen. Honeyweed. Unser Toaster und Himbeersaft-Sirup. So, macht's mal auf. Es ist super nass und heiß da drinnen. Und ich muss das schnell nutzen und währenddessen das schön sauber machen. Ich zeige euch gleich, wie es nachher aussieht. Das ist vorher. So, that's it. Oh, auf der Kamera sieht man noch ein Bröselchen. Ich musste wirklich nicht mal schrubben. Nix. Voll super. Und für das, dass das Teil, glaube ich, 10 Jahre alt ist und wir das immer so machen, ist das voll perfekt. So, und dieses Glas ist zwar spülmaschinenfest, aber es ist alles perfekt runtergegangen. Also kein Platz verschwenden. Super. Außen habe ich es natürlich auch und auf der Entschuldigung, hier ist es natürlich auch. Hier und überall. Und jetzt ist sie wieder sauber und natürlich hier oben auch. Yes! So. Also, das war mein erster Lifehack. Der ist von Pinterest. Ich schaue immer wieder nach Pinterest. Bin ein bisschen Pinterest-süchtig. Aber wir haben alle unsere Laster. Egal. Es funktioniert. Ist das nicht toll? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, drückt auf den roten Knopf da unten. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.